Freunde, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, was das hier ist, aber es gibt was Neues in der Drogerie und das ist definitiv einen Test und einen Blick wert. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war neulich, vorgestern, neulich, mit meiner Mama am Kudamm in Berlin und sie wollte was bei Rossmann holen. Sie wollte eine Haarfarbe kaufen und da habe ich etwas entdeckt, wovon ich nichts mitbekommen habe. Und ich bin eigentlich immer ganz gut informiert, was es alles Neues in der Drogerie gibt. Aber plötzlich lächelte mich dieses Mäuschen hier an. Lux bei Wolfgang Job. Wir kennen ihn alle. Wolfgang Job hat eine Make-up-Kollektion rausgebracht mit insgesamt 4 verschiedenen Produkten. Ich habe sie hier und ich dachte mir, wir testen das Ganze. Ich habe euch auch bei Instagram gefragt, ob ihr darauf Lust habt, weil das ja schon sehr spezifisch ist, ne? Das ist ja keine bekannte Marke irgendwie. Also Make-up-Marke zumindest. Und ist das vielleicht so ein bisschen random? Ich habe ein paar Gedanken dazu, aber wir schauen, was es kann. Das Ganze hat 19,95 € gekostet. Mir schrieb eben gerade eine Zuschauerin, dass es aktuell online zum Standpunkt des Drehs des Videos, vielleicht seht ihr das zum Wochenende oder spätestens Montag, dass es reduziert ist. Ich würde euch empfehlen, einfach mal online oder in der Filiale vorbeizuschauen. Ich zeige euch mal, was es ist. Also, der Aufsteller war wirklich sehr, sehr schön und auf dem Aufsteller standen diese Boxen drauf. Sehr, sehr hochwertig sah das aus, muss ich wirklich sagen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Oft ist es so, wenn Brands mit Make-up rauskommen, was immer so ein bisschen, ne, so nach dem Motto, ha, ich habe jetzt auch Make-up, ist es recht, in Anführungszeichen, unterdurchschnittlich in der Qualität her. Die Aufmachung der Produkte hat mir aber wirklich extrem gut gefallen. Du hast hier einmal die Box. Und wenn du sie aufklappst, steht hier, Have a beautiful day, XX Wolfgang Job. Und dann war das Ganze hier in so einem kleinen Seidenpapier verpackt mit einem Lux-Aufkleber. Und jedes Produkt war nochmal eingepackt in Seidenpapier mit dem Logo, was ich so in der Drogerie nicht kenne. Also, na, das ist schon vom Packaging her sehr, 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 sehr hochwertig. Runtergerechnet kostet aber jedes Produkt, je nachdem wie der Preis aktuell ist, ungefähr 5 Euro. Was schon gut in der Drogerie platziert ist. Die Produkte an sich sehen auch recht clean aus. Es ist jetzt nicht das günstigste Packaging, ist jetzt natürlich aber auch nicht das hochwertigste Packaging, aber wir reden hier über 5 Euro von einem Designer. Ne, das muss man dazu sagen. Von der Aufmachung her gefällt mir das Ganze schon sehr gut. Ihr kennt mich, ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, wenn Brands oder Personen in der Öffentlichkeit, die eigentlich nichts mit Beauty so zu tun haben, mit Make-up rauskommen. Aber für mich ist es nochmal was anderes, wenn Designer mit Beauty rauskommen, weil sie nochmal einen anderen Blick auf Schönheit haben oder auf Kreativität und auf die Person, die sie ausstatten. Ist jetzt was anderes, als weiß ich nicht, wenn eine Rapperin mit, na, wobei, bei ihr hat es auch gepasst. Ihr wisst, was ich meine. Wir schauen, was es kann. Meine Base ist drauf. Let's go. Vielleicht habt ihr den Spaß ja auch schon bei euch entdeckt. Dann schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Wir haben einmal hier die Blush Highlighter Palette. 12 Monate haltbar und die sieht einmal so aus. Hat mich auf den ersten Blick so ein bisschen an den Blushleiter von Riva Loves Me erinnert. Wir haben auf der einen Seite einen Highlighter-Ton, einen Blushton und einen Highlighter-Ton und du kannst sie dann auch beide mischen. Es riecht nach nichts. Der Highlighter ist so ein bisschen gülden und der Blushton ist schön pink, aber auch mit Schimmer. Packaging gefällt mir so ganz gut. Es ist sehr, sehr clean und du hast hier sogar, und das muss man lobend erwähnen, ein Pressing mit drin. Pressings sind immer sehr, sehr teuer, weil die Stanze erstmal hergestellt werden muss und dann auf die Maschinen angepasst werden muss. Und das kostet schon recht viel Geld und ist sehr aufwendig, das zu machen. Deswegen einen positiven Aspekt, den ich hier gerne nennen würde. Wir probieren ihn jetzt einfach mal aus. Komm, nicht so viel quatschen, Maxim. Ich nehme jetzt erstmal hier so ein bisschen den Blushton. So ein bisschen Kickback Cutter. Klopfe gut ab. Ja, okay. Er ist nicht so fest gepresst. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich glaube nicht. Es hat so ein paar kleine Sprenkler jetzt mit reingekommen. Okay. Ich habe es gerade nicht gesehen, bin da nochmal reingegangen. Ja, also, ich glaube, von vorne sieht man ihn ganz gut, ne? Der ist sehr, sehr pink und dann Dubai. Der ist schon sehr, sehr highlightrig. Du siehst ihn nur aus einem ganz bestimmten Winkel. Das ist ganz lustig. Wenn ich nach vorne gucke, dann siehst du ihn. Und dann baue ich ihn auf und dann auf einmal ist er da. Aber auch schon wirklich mit sehr, sehr viel Highlighter. Von vorne sehr, sehr schön. Das mag ich ganz gerne. Ich finde,
Blushes mit Highlighter drin, ganz spannend. Es muss aber der perfekte Shift sein, ne? Also es darf nicht einen grünen Shift auf einmal haben, wenn ich mich umdrehe, dass ich dann hier so einen grünen Balken habe. Von vorne pink, von der Seite her so ein bisschen Champagnerfarben. Ich würde jetzt Tatsache gar nicht mehr mit dem Highlighter reingehen wollen, weil mir das schon highlighterig genug ist. Ich nehme meinen kleinen Finger. Der ist sehr, sehr weich. Also das ist echt extrem weich gepresst. Muss man so ein bisschen aufpassen. Schön icy. Ist auch vom Unterton her zumindest dieselbe Farbe wie der Highlighter vom Schimmerton her. Das heißt, du kannst da nochmal so ein bisschen aufbauen. Gefällt mir aber ganz gut. Mir ist es ein bisschen zu viel. Du musst halt, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du so reingehst, stoppt, dann ist das schon sehr, 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 sehr viel Schimmer. Muss man mögen, finde ich okay. Aber das ist, ne, also ich mag es ja ganz gerne, wenn es glowy ist. Gemischt wäre ich ein bisschen vorsichtig. Oder du hast halt einfach einen kleinen Pinsel und bist nicht ganz so grob wie ich. Dann passt das auch. Okay, jetzt wird es ein bisschen spannender, weil ich die wirklich gar nicht verstehe. Das ist die Eyeshadow-Palette mit drei verschiedenen Farben, die sehr, 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 sehr schön aussehen. Ich swatche mal. Ja, der ist recht, der ist sehr hart. Der ist auch sehr hart. Der ist sehr weich. Okay, Sekunde. Ich schaue mir mal kurz auf der Seite von ihm was an. Weil er hat so ein paar Moods bei Instagram gepostet und ein paar Looks, die natürlich sehr, sehr schimmernd sind. Ne? Also du kannst da jetzt, glaube ich, nicht einen großartigen Lidschatten-Look draus machen. Das ist schon sehr schimmernd. Ich finde, das sieht aber ganz spannend aus auf den Looks, weil es dort sehr, 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 sehr schimmrig aussieht. Ich mag es ja ganz gerne, wenn es sehr monochrom ist. Ich probiere jetzt einfach. Ne? Das wird jetzt ein Spiel, weil ich glaube, das ist sehr artistisch. Ne? Daraus einen Look machen ist mutig. Den kompletten goldenen Ton aufs Lid kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir probieren es jetzt mal. Komm, wir probieren einfach mal aus. Die Farbe ist recht trocken, sehr trocken. Und du hast sehr viel groben Schimmer dann mit drauf. Da könntest du es, glaube ich, ganz gut sehen. Ich finde die Farbe eigentlich ganz schön. Die Farbe ganz schön, ne? Du siehst es schon, aber es kommt halt sehr. Es sind zwei verschiedene Glitzerpartikel. Einmal etwas Schmales, oder etwas Schmales, etwas Kleines und dann etwas ganz grob Glitzerndes. Finde ich aber irgendwie ganz schön. Qualität, naja, sie ist sehr, sehr fest. Also du musst schon mit den Fingern arbeiten. Ich weiß jetzt nicht so unbedingt, wie die Zielgruppe von Wolfgang Job ist, ne, seiner Community oder seiner Kundinnen, die Sachen von ihm kaufen. Ich würde mal sagen, eher Ü30. Das ist schon spannend. Es staubt ein bisschen. Ich sehe die Idee dahinter. Ich sehe nur noch nicht die Anwendung. Die einfache Anwendung. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger hier in den Kupferton. Der kommt irgendwie gar nicht. Ich mache ihn mal hier komplett auf die eine Seite. Also der Kupferton ist sehr, sehr schwach. Machen wir meinen Finger so ein bisschen feucht. Also nass funktioniert er natürlich besser. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwas in der Formulierung nicht ganz stimmt. Du musst ihn sehr, also du musst schon richtig, richtig kratzen, dass das Pigment rauskommt und den Pinsel immer wieder nass machen. Und dann hast du aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Es kann jetzt, muss ich aber dazu sagen, es kann jetzt an dem Produkt, an diesem einzelnen Produkt liegen, dass die Maschine da 5 Minuten vorher eingestellt wurde. Das weiß ich ja nicht. Und dass es da einfach noch nicht so ganz optimal war. Wenn du ihn aber nass machst, den Lidschatten, kannst du da echt was Cooles draus machen. Ne? Also das ist was Artistisches. Das ist jetzt sehr, ich bin ehrlich, ich liebe das gerade. Weil das so, also das ist ja so einfach gewesen, ne, vom Auftrag, keine Farben, sondern wirklich nur diesen einen Kupferton. Und ich finde, dass auch eine sehr, sehr schöne Farbe ist. Ich würde jetzt mal sagen, dass das wirklich das hier zumindest ein, man muss wissen, wie man mitarbeitet. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal diesen Ton hier benutzen, der nämlich sehr, 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 sehr weich ist. Und hier einfach vorne so eine Cut Crease ziehen. Und hier hinten Liner. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Boah, ich weiß nicht. Auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, dadurch, dass die eine Farbe so ein bisschen schwierig zu benutzen war am Anfang, kann ich das nicht empfehlen. Auf der anderen Seite finde ich das, sieht das sehr, 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 sehr cool aus. Ne? Das ist kein Alltagslook. Also weder das hier, wobei das könnte man sogar tragen. Du kannst natürlich, ne, ganz klar, keine Frage, das mit einer anderen Lidschattenpalette kombinieren. Ich wollte aber, das muss man sagen, ich wollte das jetzt einfach mal so benutzen, wie es gedacht wurde, dass man damit einfach Looks machen kann. Looks wäre ich jetzt vorsichtig, kommt so ein bisschen drauf an, was man mag. Ich finde, dass bei diesem Anthrazitton die Dunkelheit des Tons, die Mattheit des Tons ganz okay ist. Es ist cool, es staubt ein bisschen unter den Augen, muss man wissen, wie man arbeitet mit. Nichtsdestotrotz finde ich es gerade ganz cool und das verwirrt mich sehr.
Okay, ihr könnt eigentlich gleich so nah dran bleiben. Wir haben nämlich eine Mascara und zwar einfach nur die Lux Mascara bei Wolfgang Job. Hinten steht doch mal was drauf. Mascara, 3 Milliliter. Ist eine recht schlichte Formulierung, was sehr gut ist. Manchmal bei Mascara, das muss nicht so spektakulär sein. Das Bürstchen ist ein Gummibürstchen. Sehr, sehr, sehr flexibel. Ihr könnt es, glaube ich, sehen. Recht spitze Noppen. Wir gehen einfach mal durch. Total verwirrt, weil ihr seht es jetzt, glaube ich, nicht so gut. Also, sie hat nicht wirklich Schwung gemacht, ne? Muss man sagen. Sie hat auch nicht wirklich ein Stückchen Länge vielleicht gegeben, aber die macht halt, das ist ganz komisch. Also, oft ist es ja so, dass ich ein Produkt gut finde, wenn es nicht so performt, wenn es anders performt als gedacht, wenn eine Mascara vielleicht schon etwas trockener ist oder so. Das ist jetzt eine Mascara. Die macht eigentlich nichts. Die macht wirklich einfach nichts, außer dass sie die Wimpern, die du hast, schwarz machst und so ein bisschen in Form bringst. In der ersten Schicht zumindest. Ja, ich hatte jetzt auch eine Wimpernzange benutzt. Die macht einfach deine Wimpern schwarz und das ist so eine richtige No-Make-up-Mascara. Ich weiß nicht, ob ich das mag oder also ob ich das jetzt loben kann, weil mir persönlich das gefällt. Ich mag ja gerne, wenn Wimperntuschen so langweilig wie es geht sind. Ich will ja nur, dass meine Wimpern, im Alltag zumindest, meine Wimpern so einfach nicht so von Foundation voll sind, sondern einfach nur so ein bisschen schwarz. Dafür finde ich es ganz gut. Ansonsten ist sie langweilig. Also sie macht ja wirklich nicht viel außer deine Wimpern schwarz. Sie macht keinen Schwung, sie macht kein großes Volumen. Sie macht aber eine sehr natürliche Wimper. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ist vielleicht für Models, die so einen No-Make-up-Make-up-Look haben wollen. Oder man sagt einfach, es ist schlecht. Ihr merkt es, glaube ich. Ne? Ich bin unglaublich verwirrt, weil ich auf der einen Seite, das ist eine Mascara, die hätte ich so für mich gemacht. Nur ganz für mich alleine, weil ich weiß, dass es vielen nicht gefällt, wenn die Wimpern eigentlich nichts machen, außer dass sie ein bisschen schwarz sind. Die Lidschattenpalette ist spektakulär in den Farben. Die Farben an sich sind aber nicht so optimal. Du kannst was Kreatives machen, aber machst du das in deinem Alltag? Und allgemein, der Blush, da kann ich nichts zu sagen. Wir haben aber noch was anderes. Und zwar einen Lipgloss. Das ist Lipgloss heißt der. Kommt einmal in einem sehr, sehr schlichten Packaging. Erinnert mich so ein bisschen an Packaging von den Banana Beauty Liquid Lipsticks. Das Füßchen ist aber spannend, es ist sehr flach. Es riecht nach gar nichts, sehr, sehr gut. Und die Farbe ist so ein bisschen milchig rosé, aber recht deckend. Ich trage ihn jetzt nur mal so auf. Also, er hat eine recht hohe Deckkraft. Ich habe jetzt auch keinen Lip Liner kombiniert. Da muss ein Lip Liner zu. Also, je nachdem, welche Hautfarbe du hast, kannst du ihn ohne Lip Liner tragen. Aber dafür musst du entweder sehr, 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 sehr hell sein oder sehr dunkel, dass du so einen hellen Effekt hast. Bei mir, und ich habe ja recht intensiv farbige Lippen, könnte das schon ein bisschen schwierig werden. Ich nehme jetzt mal einen braunen Lip Liner, um einfach so ein bisschen Kontur zu haben und gehe dann nochmal rüber. Die Formulierung hat mir ganz gut gefallen, so vom Feeling her. Das gefällt mir deutlich besser. Es gibt mir aber so ein bisschen Concealer-Lip-Vibes. Aber das mag ich. Also mit dem braunen Lip Liner und diesem super, super hellen, rosigen Gloss, das ist ein Statement, ne? Also, nee, also du brauchst einen Lip Liner, ohne siehst du einfach krank aus, ne? Weil die Lippen sind so hell und das macht die Zähne dann so ein bisschen gelblich oder so. Du brauchst einen Lip Liner. Ich glaube aber, dass man den vielleicht auch gut mit einem rötlicheren Lip Liner kombinieren kann. Also ich probiere so ein paar Möglichkeiten, hab jetzt hier keinen, so ein paar Möglichkeiten da auszuloten, was man damit machen kann, weil du bist ja schon ein bisschen begrenzt in der Farbauswahl. Brauner Lip Liner top, ohne schwierig. Ich finde auch, dass das Gesamtergebnis sehr, sehr schön ist. Also sowohl hier als auch da. Ich finde, das gefällt mir sogar fast noch besser. Ich glaube, ihr habt. Boah, ich bin so verwirrt. Das hatten wir lange nicht mehr, dass ich nicht wusste, wie es mir. Also mir gefällt es. Das, was ich sehe jetzt im Viewfinder, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich frage mich nur, ist es etwas für jemanden, der das jeden Tag benutzen will. Die Mascara würde ich sagen, also am Ende des Tages kannst du es aktuell eh nur in einem Set kaufen. Deswegen ist dann halt so. Zukünftig kann ich mir aber vorstellen, dass man das sehr, sehr schön ausbauen kann. Ich hätte sogar ein paar Ideen, wie man
das so ein bisschen passender machen kann vielleicht, weil es schon sehr artistisch ist und sehr präzise auf jemanden, der sehr gerne Make-up trägt, um ein Outfit vielleicht zu verenden, um nicht Make-up zu tragen, dass das Make-up für sich steht. Wisst ihr, was ich meine? Der Lipgloss von der Textur her gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe recht viel jetzt auch drauf. Man kann ihn leicht benutzen. Der Blushlighter gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich kann euch keine Meinung nennen gerade. Außer, dass das meine Meinung ist. Ich bin jetzt wirklich so ein bisschen auf euch angewiesen, was ihr dazu sagt, wie euch das gefällt. Vielleicht habt ihr die Sachen schon ausprobiert. Gebt mir dazu bitte unbedingt ein Feedback. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, mehr kann ich dazu gerade noch nicht sagen. Vielleicht entwickelt sich in den nächsten Tagen nochmal so eine kleine Meinung. Dann teile ich die euch selbstverständlich bei Insta oder bei TikTok. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich würde es jetzt wirklich dabei belassen, ne? Es ist das... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Video ohne richtige Meinung abgegeben habe. Passt auf euch auf.